Gut, vielen Dank. Also ja, wie schon angekündigt, halten wir heute zu zweit, weil wir die Open Topo Map auch zu zweit größtenteils machen. Ich selber bin eben Philipp Hochreuter, ich bin Doktorand an der Geografie in Erlangen. Der Stefan, der hier neben mir steht, er studiert Elektrotechnik, ebenfalls in Erlangen. Und so hat sich das Ganze auch zusammengefunden. Was die Open Topo Map ist, wie wir sie machen, dazu sage ich gleich oder sagen wir gleich noch einiges. Wer letztes Jahr schon auf der FOSGIS in Dessau war und die Lightning Talks gesehen hat, wird es schon ansatzweise kennen. Seitdem hat sich aber doch einiges getan bei uns und das werden wir jetzt in den kommenden Minuten mal zeigen. Erstmal ein paar Worte zum Konzept. Was wir eben machen, das sagt auch der Name schon ein Stück weit, wir verknüpfen ausgewählte OSM-Daten mit Höheninformationen. Ausgewählt deshalb, weil wir eben nicht alle Daten, die die OSM-Datenbank hat, als relevant für eine topografische Karte erachten. Dazu bastelt man noch parallel an einem eigenen Kartenstil, der sich stark an die amtliche topografische Karte von Deutschland anlehnt. Nicht kopiert, aber es ist doch relativ ähnlich, weil der für uns eben relativ gut lesbar ist. Das Projekt ist auch eingebunden in die Universität ein Stück weit. Wir haben das initiiert auch mit als eine Kooperation zwischen dem Institut für Geografie und der Informatik. Und da läuft auch einiges an interessanten Zusammenarbeiten. Und das hat dann wiederum für die Uni dazu gereicht, das als interdisziplinäres Projekt zu fördern. Und da so konnten wir eben auf der einen Seite unseren aktuellen Server finanzieren und haben zusätzlich noch eine sehr gute Netzanbindung, weil wir eben am Rechenzentrum hängen, am Glasfasernetz. Bisschen was zur Geschichte der Open Topo Map. Angefangen haben wir damit im Mai 2011 mit erstmal einem ausgemusterten ZIP-Rechner. Das war so Kategorie Pentium 4 mit einem halben Gigabyte Arbeitsspeicher. Nicht sonderlich leistungsfähig. Den haben wir dann irgendwann, als er eben sehr schnell an seine Grenzen gestoßen ist, durch eine aktuelle Workstation ersetzt. Und auch da gibt es dann gewisse Grenzen, das Rendering betreffend. Und deswegen haben wir dank der Förderung der Uni eben uns den Server anschaffen können. Die Bounding Box hat sich mit der Hardware vergrößert. Wir haben angefangen erstmal mit der Metropolregion Erlangen-Fürth-Nürnberg. Und dann sind wir irgendwann auf Bayern gegangen, mit der Workstation dann auch auf Deutschland. Und mittlerweile rendern wir eben ganz Europa. Was auch mit einhergegangen ist, ist der schrittweise Ausbau von den Zoom-Stufenabhängigen, von der Symbolik und auch von der Funktionalität. Ja, jetzt müssen wir wechseln. Ja. Ja, genau. So, ich erkläre euch ein bisschen jetzt, wie unsere Toolchain aussieht. Ganz klassisch mit OSM to PGSQL importieren wir Daten mit einem bestimmten Stil. Spielen die ein in eine PostgreSQL-Datenbank mit PostGIS-Aufsatz. Also diejenigen, die ein bisschen was machen, kennen sich da bestens aus sicherlich. Und die Kunst sind jetzt richtige Abfragen aus der Datenbank, verknüpft mit Renderregeln, dass man sagt, die Autobahn soll jetzt eben orange sein, statt blau, wie auf der Original. Seite beim Originalstil, die Slippy Map. Auf dem alten Server, der aktuell noch die Hauptdomain bedient, rendern wir per Hand noch die Welt, beziehungsweise Europa aktuell. Das ist ein statisches Python-Skript, das wir per Hand ausführen und auch die Updates einspielen. Auf dem neuen Server, der noch nicht die Hauptdomain übernommen hat, aber auch schon im Netz hängt, ist vorgesehen, mit T-Rex und Mod-Teil jeweils die Anfragen der Nutzer zu verarbeiten und in Echtzeit sozusagen zu rendern. Das heißt, wir haben Kacheln, die sind 256 mal 256 Pixel groß, die werden gerendert und abgespeichert bei uns auf der Festplatte. Im neuen Server haben wir übrigens 900 GB SSDs als RAID 0. Also unsere Uni hat es wirklich krachen lassen. Das freut uns sehr. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen im Detail erklären, was wir für einen Kniff eingebaut haben. Ah ne, erstmal Statistiken, genau. Stand heute, gemittelt über 3 Tage. Sehr auffällig, dass
fast 70% unserer Nutzer über Android reingehen, das heißt mobile Devices. Nachdem die Karte sowieso eher für Wanderer und Radfahrer geeignet ist, denken wir, dass recht viele das mobil auch anschauen und die Kacheln auch runterladen. Und die klassischen Browser wie Firefox, Chrome und sonstige, der Internet Explorer kommt überhaupt nicht mehr vor, nehmen wir nur noch sehr wenig Prozent ein. Ganz interessant. Das würde mich auch eine Statistik von osm.org interessieren. Wir sehen vermehrt mobile Nutzer. Der Traffic, ja, aktuell so 180 Nutzer pro Tag, was man aus den Logfiles rausliest, 3,3 Gigabyte pro Tag, das ist noch nicht die Welt, und 166.000 Kacheln, die wir pro Tag verteilen. Nachdem unser Höhenmodell statisch ist, also wir haben wenig Erdbeben hier in der Region, wenig Hochwasser aktuell, da wird ein bisschen Landmasse weggespült in Deutschland, aber das Höhenmodell ist fix, das sind SRTM-Daten, da kommen wir später im Detail nochmal drauf, das ändert sich nicht. Das heißt, die Höhenlinien und die Schummerung, die wir einfügen, warum sollten wir das jedes Mal neu rendern für jede Kachel? Also tun wir es einmal rendern, speichern es als transparente Ebene ab und fügen es dann über Image Magic zusammen, momentan im Python-Skript und mit T-Rex auf dem neuen Server dann in einem C-Programm. Geschwindigkeitsgewinn ist Faktor 10 dadurch. Nachdem das total viele Linien sind, hat uns wirklich überrascht. Also wir gewinnen Geschwindigkeit Faktor 10, dadurch, dass wir das einmal abspeichern, und das sehen wir jetzt gleich, und dann zusammenfügen als eigene Ebenen. Das ist jetzt ja unsere Heimatstadt oder beziehungsweise Studienstadt Erlangen. Man sieht hier die Ebene 1. Das sind grundlegende Sachen wie Wälder, hier die Flüsse, ganz markant bei unserer Karte die schwarzen Gebäude. Die nächste Ebene, die ist jetzt sehr schwer zu erkennen. Das sind nur die Höhenlinien. Die sind transparent, sind vorgerendert. Das hat lange, ich glaube einen Monat gedauert, die für ganz Deutschland zu berechnen. Und abgespeichert. Und die Ebene 3 sind dann so Informationen wie die Straße hier, die Autobahn, die Bahnlinie, auch Symbole, dann Kraftwerkssymbol. Das schauen wir uns später auch ein Beispiel da noch an. Beschriftungen, und jetzt schauen wir es uns nochmal an, wie es übereinander gelegt wirkt. Das ist der Layer 1, kombiniert mit 2 mit den Höhenlinien und 3 dann drüber. So schaut die vollständige Karte dann aus. Ja, jetzt hat es einen Puffer, jetzt kann man es ganz schön nochmal anschauen. Und wir rendern jetzt Ebene 1 und 3 jeweils neu und fügen 2 einfach mit diesem Convert Image Magic zusammen. Jetzt geht es weiter mit dem Höhenmodell und ein paar auch akademische Betrachtungsweisen davon. Naja, das ist dein Job. Ich nehme dir das Ding mit. Okay. So. Ja, dann ein paar Worte zu dem DGM. Ich muss gleich vorweg schicken, das ist noch nicht gerendert, das ist gerade erst im Entstehen. Aktuell verwenden wir noch das DGM von opendm.info, das nur Deutschland abdeckt, aber wir basteln eben gerade an einem für ganz Europa. Und wie wir das machen, mit welchen Daten etc., erzähle ich jetzt ein bisschen was dazu. Grundsätzlich benutzen wir für unser Geländemodell SRTM3-Daten, also von der NOAA. Dann für die Alpen und Pyrenäen, weil da hat SRTM Löcher. Da verwenden wir eben diese Daten von Jonathan De Ferranti von der Seite viewfinderpanoramas.org. Den haben wir gefragt, ob wir es dürfen. Dürfen wir auch. Und auch nördlich von 60 Grad nördlicher Breite, weil da gibt es keine SRTM-Daten mehr. Das sieht dann praktisch so aus. Der rote Bereich, ist der Bereich, wo SRTM-Daten zum Einsatz kommen. Diese beiden türkisen Rechtecke da, das sind schon eben die Daten von Viewfinder-Panoramas, und da im Norden, also größtenteils eben vor allem Island und hier
Schweden, Finnland, Norwegen und auch noch Teile von Russland. Ja. Da kommen dann eben auch diese Daten zum Einsatz. Zur Genauigkeit, jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß, SRTM3 hat eine Genauigkeit von 3 Bogensekunden, was beim Großkreis eben 90 Metern entspricht. Das trifft auch größtenteils für die Daten von Viewfinder-Panoramas zu, bis auf die Alpen, die sind besser aufgelöst, da haben wir 1 Bogensekunde, also 30 Meter Auflösung. Das unten, dieses Bild, das ist jetzt mal der Bereich, wo SRTM-Daten verwendet werden, also das sind die SRTM-Daten, so wie sie hier aussehen. Genau, da SRTM ja grundsätzlich erstmal ein digitales Oberflächenmodell ist, was heißt, das misst bis zur Oberkante der Wälder, also der Bäume und der Gebäude und geht nicht durch bis zum Boden, versuchen wir das ein bisschen anzupassen. Und zwar benutzen wir dazu höher aufgelöste Geländemodelle, wo sie verfügbar sind. Da haben wir momentan als Vergleichsgebiete eben Bayern und Finnland, weil für Bayern haben wir vom Institut aus eben das 2 Meter Geländemodell von ATKIS oder aus dem ATKIS. Und für Finnland, die haben ja letztens ihre Daten Open Data gemacht. Das heißt, man kriegt da auch das 2 Meter Höhenmodell her. Und das Gleiche gilt natürlich auch noch für andere Länder, aber bis jetzt habe ich es nur für die gemacht oder haben wir es nur für die gemacht. Die basieren eben auf dem Airborne Laser Scanning, was heißt ja 2 Meter Genauigkeit. So, wie sieht das jetzt praktisch aus? Das hier ist jetzt mal an einem Waldstück in Mittelfranken, also in der Nähe von Erlangen, gezeigt. Wir haben da die Shapes von der Geofabrik benutzt, um quasi aus dem SRTM dann die Wälder rauszustanzen. Das sieht dann so aus, rot ist in dem Fall hoch und grün ist etwas niedriger. Dann als Vergleich, das sind die ATKIS-Daten, mit denen wir das Gleiche gemacht haben. Man sieht schon auf den ersten Blick, das Ganze ist doch etwas genauer, wenn man so ein bisschen schaut. Also hier sieht man noch die Pixelstruktur, da sieht man sie zwar auch noch, aber nicht mehr so. Wenn man jetzt ein Differentialraster rechnet, das heißt, man zieht vom SRTM-Modell die ATKIS-Daten ab, bekommt man so ein Bild, das einem dann die Höhenunterschiede darstellt. Und hier haben wir jetzt in dem Fall Werte zwischen minus 14 und plus 30, also wo das SRTM-Modell entweder über- oder unterschätzt. Wenn man da sich jetzt die Statistiken dazu anschaut, haben wir, dass das SRTM auf dem Waldgebiet im Mittel hier 12,5 Meter zu hoch schätzt, mit einer Standardabweichung von 5, was heißt, also das sind Meterangaben, was heißt im Endeffekt in dem Bereich, sind die Wälder im Schnitt 12 Meter hoch, müsste man also korrigieren. Das Ganze haben wir noch für natürlich auch viele andere Wälder gemacht. Das ist jetzt hier mal auch ein großer aus der Oberpfalz. Je größer, desto besser die Gauss-Kurve, wird man gleich noch sehen. Das ist eben wieder das SRTM-Beispiel, das etwas besser aufgelöste ATKIS-Beispiel. Auch ein Differentialraster, diesmal etwas, ist die Verteilung etwas breiter, das heißt zwischen 90 Meter zu viel und 42 zu wenig, ist der Bereich, der Schwankungsbereich etwas größer. Aber wenn man den Mittelwert bildet, sieht es wieder relativ ähnlich aus. Wir haben wieder 15 Meter im Schnitt zu viel und Standardabweichung ist etwas mehr. Man kann also im Endeffekt sagen, zumindest für Bayern kann man das schon mal sagen, wenn man die Wälder ungefähr bei minus 13, minus 14 Meter bei SRTM korrigiert, dann kommt man etwa realistisch hin. So. Was auch noch immer ein Punkt ist, eben bei digitalen Oberflächenmodellen sind Gebäude und wie sich die auswirken. Dazu habe ich jetzt mal ein paar Studien gemacht. Ich habe jetzt hier mal, weil ich mir gedacht habe, wenn, dann fällt es auf in Metropolregionen, was heißt, wo es hohe Gebäude gibt. Hier in dem Fall ist es München Zentrum. Wir haben da eine Schwankungsbreite der Daten um 50 Meter. Man sieht aber schon relativ eindeutig, dass das Ganze weniger durch die Gebäude beeinflusst ist, sondern eigentlich vor allem der Morphologie folgt. Also hier in der Mitte, wo dieser rosa Bereich runtergeht, das ist dann eben der Verlauf der Isar. Und wir haben einen leichten Anstieg zu den Alpen hin. Also die Gebäude spielen keine Rolle, die man irgendwie wirklich quantifizieren könnte. Das Ganze wird noch fast ein bisschen deutlicher, wenn man mal hier eine Kleinstadt zeigt. Also es ist eine große Kreisstadt, aber ja, 20.000 Einwohner ungefähr. Das Einzige, was man von der Stadt eigentlich sieht im ATKIS-Modell,
ist der Graben der Stadtmauer. Das ist diese runde Struktur, die man hier sieht. Und ansonsten, auch wenn in der Mitte des Ortes eigentlich ein sehr hoher Kirchturm stehen müsste, fällt das nicht groß auf. Also man kann da nicht wirklich korrigieren, eben auch, weil das Verhältnis von Gebäuden zu Straßen, wenn man drüber mittelt, doch gar nicht so viel Unterschied ergeben müsste. Also nehmen wir mal an, eben die Gebäude sind im Schnitt 6-7 Meter hoch und dann hat man das Nullniveau. Das mittelt sich bis auf 2-3 Meter raus. Das kann man also relativ schwierig quantifizieren. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, die bebauten Flächen, also Land Use gleich Residential, Commercial, Industrial, jetzt mal hier eben nicht zu korrigieren. Noch ein kurzer Ausblick. Was eben demnächst ansteht, ist die Fertigstellung vom DGM und das Rendern dann, was eine Zeit in Anspruch nehmen wird. Dann wollen wir eben auch noch das Labeling implementieren, soweit noch nicht geschehen, beziehungsweise verbessern. Da läuft auch eben gerade eine Arbeit an der Informatik bei uns, die das zum Ziel hat, aber das ist noch nicht spruchreif, deswegen vielleicht nächstes Jahr mehr dazu. Was wir noch reinpacken wollen, ist ein zuschaltbares Gradnetz. Da haben wir uns allerdings noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Von daher, wenn sich jemand damit schon beschäftigt hat, da sind wir für Input immer dankbar. Und der Kartenstil ist mittlerweile eben auch auf GitHub verfügbar unter dieser Adresse. So, das dürfte jetzt gewesen sein, oder? Ja, richtig, genau. Noch eine kurze Live-Demo. Das hier ist jetzt auf der Open Topo Map der Raum Zürich, also beziehungsweise ja eben das Nordufer des Sees. Man sieht schon einen relativ markanten Unterschied zur OpenStreetMap. Alle Gebäude sind eben schwarz und der Kontrast ist relativ hoch. Das ist die gleiche Region bei OpenStreetMap. Hier sind möglicherweise mehr Daten drin, aber übersichtlicher ist es hier, finden wir eben. Was man eben noch gut sehen kann, auch an dem Beispiel hier, ist dann schon die Höhenlinien rechts oben und links unten und die Schummerung, die ja doch hier, ja, ich fahre mal ein bisschen runter, da relativ eindrücklich sein dürfte. Genau. Macht das Ganze eben schön plastisch. Ja, wie man sieht, Autobahnen in Orange, Bundes- oder Regionalstraßen sind gelb und ansonsten, ja, wir haben noch ein paar andere Symbole drin. Man sieht zum Beispiel hier auf der Autobahn, interessanterweise, Aussichtspunkte. Genau. Und ja, Beschriftungen gibt es eben teilweise auch schon. Oh, wie ich sehe, hier sogar die Autobahn. Ja, sehr schön. Ja, genau. Okay. Ja, und jetzt freuen wir uns auf Fragen. Ja. Ja. Die ist schon relativ gigantisch, muss man sagen. Ja, ja. Ja. In den Kategorien bewegen wir uns da auch, ja. Grundsätzlich wäre das einerseits davon abhängig, was der Jonathan der Ferranti da dazu sagt, weil die Daten kommen ja von ihm und der ist grundsätzlich nicht so der riesige Fan von ja, jetzt hier massenhafter Weiterverbreitung. Im nicht kommerziellen oder Forschungsrahmen auf jeden Fall, aber das können wir, wenn wir es veröffentlichen, eben nicht garantieren. Deswegen müsste man es mit ihm abklären, inwieweit wir das dürfen. Was das SRTM-Modell angeht, natürlich gerne, klar. Aber ja, das müssen wir mal noch abklären. Thank you.
richtig. Ja, na gut, im Endeffekt, wenn jetzt... die Frage kam, oder vielmehr die Anmerkung kam gerade, dass Viewfinder Panoramas eben unter anderem russische Militärkarten verwendet, um die fehlenden Bereiche zu ergänzen, und dass es da von der Lizenz oder vom Copyright her unterschiedliche Ansichten gibt, inwieweit die jetzt Public Domain sind oder nicht, und dementsprechend ist es ein bisschen kritisch mit der Weiterverbreitung. Man kann eventuell noch dazu ergänzen, dass man das DEM oder das DGM auch entsprechend anpassen könnte, wenn die anderen nordeuropäischen Staaten danach ziehen, so wie es jetzt Finnland gemacht hat oder auch Dänemark, und ihre Daten unter Open Data veröffentlichen, dann kann man das auch ersetzen und dann steht dem Ganzen natürlich nicht mehr viel im Weg. Aber das müssen wir halt mal sehen. Oh. Das ist eine gute Frage. Wo Europa aufhört. Ja, also südlich und westlich ist es relativ einfach. Auch nördlich geht es noch. Ich vermute, dein Problem ist die Ostgrenze. Wir haben sie jetzt einfach irgendwo noch etwas westlich des Urals gelegt, was Russland angeht. Im Süden ist der größte Teil der Türkei noch mit drauf. Zypern ist noch mit drauf. Israel dagegen dann schon nicht mehr. Und ja, im Endeffekt war das so deine Frage, inwieweit die Türkei integriert ist? Okay. Das ist bei uns auch der Fall. Und genau deswegen haben wir sie auch nicht verwendet. Ja. Okay, die Frage war, ob der Stil selbst entworfen ist, also diese ganzen Mapnik-Sheets oder ob da irgendwas übernommen wurde, und der Stil ist selbst erstellt und ist eben auch komplett auf GitHub verfügbar. Das ist alles im Stil. Genau. Also die Objekte bzw. Kategorien, die wir in die Datenbank importiert haben, die werden im Stil auch referenziert. Was heißt, man kann da relativ schnell rauslesen, was für Attribute wir verwendet haben. Okay, ja. Der Stil von OSM2PGSQL ist noch nicht auf GitHub. Ja. Okay, noch eine Frage. Darf ich euch bitte für den Vortrag?